auslesen, wenn jetzt Störungen wären, könnte man das hier auslesen. Können wir ganz kurz noch zurückgehen, hatte gerade eben keine Aufnahme gemacht. Also 23,1 Grad geht es von außen von drinnen raus. Geben Sie mit 12,8 nach draußen weg. Ja, 10,5 sind draußen. Holen Sie rein und 20,5 tun Sie wieder rein. Okay. Und den Temperaturfühler nutzt dann der Lüftungsanlage und der Rotex zusammen, oder? Das ist der Temperaturfühler nur drinnen in der Lüftungsanlage. Okay. Der misst wirklich die Außentemperatur, die draußen ist. Okay. Und der Lüft, der von der Plug-It, der sitzt in der Anlage drin. Der sitzt in der Anlage drin. Okay. Der zeigt die praktisch dann nur diese Differenzen an. Ja. Schmeißen wir den mal an. 160 ist schon alles eingestellt. 160 ist für Ihr Haus errechnet. Das ist zufällig gleich mit dem Standardwert von dem Volumenstrom. So, und das macht er dann praktisch. Jetzt fängt er an mit Kalibrieren. Das macht er jedes Mal einmal die Woche. Dreht dann die Ventilatoren so, dass er eben immer diese 160 Kubikmeter plus minus, natürlich kein Präzisionselement wie in anderen Bereichen, dass er das immer hält. Und wie gesagt, je dreckiger die Filter sind, umso höher müssen die Ventilatoren drehen, um diesen Luftstrom eben zu halten. Und irgendwann sagt er, nee, will nicht mehr. Ja. So, das dauert jetzt eine Weile. Hier sind dann Softwareaktualisierungen, könnten Sie da durchführen, wenn die jetzt mal aktualisiert werden würde. Ob die wirklich so viel bringt, weiß ich nicht. Hier sind nochmal die ganzen Infos, Ihr Gerät, die, warte mal, die als IP, irgendwo stehen auch diese IP-Adressen. Scrollen Sie mal runter, da ist nichts. Na gut, wahrscheinlich braucht er. Keine Ahnung. Also sowieso ein Netzwerk erstmal, dass er es dann zugeteilt bekommt. Ja, diese Software ist da jedenfalls drauf. Wie gesagt, hier können Sie das upgraden, wenn es denn was zum Upgraden gibt. Also ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht so sehr viel bringt. Hier könnten Sie eben einen Test fahren. So, hier wollen wir jetzt die PC-Zeit übernehmen. 10.10. 18.03 Uhr. Das hat er schon. So, dann könnten Sie Ihr Haus, könnten Sie so verschiedene Sachen eingeben. Ja, Eigentum, Altbau, Neubau, energetisch saniert, also ist ein Neubau. Feuerstättenfunktion haben Sie nicht, wenn Sie jetzt einen Kamin hätten. Kommt irgendwann mal. Dann könnten Sie eine Feuerstättenfunktion einstellen. Das heißt, der würde eine Art Überdruck im Gebäude erstellen, dass der Kamin schneller anbrennt. Dann haben Sie hier die Filter. Filter ist nochmal interessant. Also der hat mit den Filtern, klar, hat er gerade eben was angesprungen. Hier könnten Sie, wenn Sie jetzt Allergiker im Haus hätten, gibt es verschiedene Filter. Aber da müssen Sie direkt bei Plug-It anrufen. Ja. Die haben Spezialisten, die Ihnen sagen können, bei der und der allergischen Krankheit nehmen Sie den und den Filter. Das geht bis hin, dass Sie hier so ein Reinraumgerät anschließen können, was mit irgendeinem Licht, irgendein Neonlicht arbeitet das, um dann irgendwelche Moleküle umzuwandeln. Ja, bin ich aber überfragt. Wie gesagt, diese Filter würden wahrscheinlich dann genauso dann auch wieder oben getauscht werden. Richtig. Und dann kriegst du dann so einen Allergikerfilter. Bypass haben wir drin. Hier können Sie auch noch ein Vorheizregister bringen, wenn Sie, der schaltet sich bei bestimmten Außentemperaturen, dann schaltet sich die Lüftungsanlage ab, praktisch, wenn es ganz kalt draußen ist, um einfach nicht zu viel kalte Luft reinzublasen. Okay. Das könnten Sie umgehen, indem Sie ein Vorheizregister oder einen Erdwärmetauscher draußen bringen. Aber das sind Sachen, die kosten richtig, richtig teures Geld. So ein Erdwärmetauscher sind locker mit 3.500, 4.000 Euro dabei. Das holen Sie an Ersparnissen überhaupt nicht rein. Nicht immer ansatzweise. So, dann könnten Sie hier auch in Wochen. Wie viel Temperatur schaltet er dann ab draußen? Minus 10, 20 Grad? Der misst sich das selber. Minus 15 sind das ungefähr. So, dass der nicht innen drin auffriert. Okay. Dass da, also das Wasser, da ist ja Wasser, was dann, also durch diesen Wärmetausch fällt Kondensat an. Das wird dann da weggeführt. Und wenn das zu kalt ist, dann würde dieses Wasser in diesem Wärmetauscher gefrieren und das wäre nicht gut. Deshalb schaltet der dann vorsichtshalber ab. Sie sagten vorhin bei der Rotex 2 Jahre Wartung. Macht ihr die Wartung auch? Oder muss ich das über Rotex machen? Würde ich Ihnen nachher mit dem Papier mitgeben. Wie ist es bei der Plug-It? Also wenn Sie ein bisschen handwerklich begabt sind, ist das überhaupt kein Thema. Filter, Klappe ab, aussaugen innen drinne, das war's. Mehr ist nicht. Alles klar. Weil das Ding macht, wie gesagt, nichts außer Luft rein, Luft raus. Ja. Wenn die Ventilatoren kaputt sind oder irgendwas, die tauschen, geht dann auch, aber sollten sie dann vielleicht jemanden holen.
Wir haben den API 310 und ach, hier ist Netzwerk da. Hier sind irgendwelche IP-Adressen drin. Ja. Okay. Bypass hat man schon. Hier ist dieser Endstellwerte. Also wenn die draußen die Luft Bypass maximal 21 und draußen sind 13 Grad, dann würde sich dieser Bypass öffnen. Mhm. Diese 13 Grad, manche stellen es auf 15 hoch, weil 13 Grad kalte Luft ist schon manchmal ein bisschen kühl. Mhm. Aber ich sag mal, bei dem Gros der Leute lassen wir das bei 13 Grad. Ich habe noch eigentlich nie was Negatives gehört. Mhm. Okay. Ja. Bypass. Das ist dieser Bypass. Ganz kurz erklärt, was ist... Bypass, das heißt, dass der praktisch diese Luft, die er von drinnen, diese 21 Grad warme Luft, die er rausholt, ja. Und bis 13 Grad draußen würde der an diesem Bypass dran vorbeileiten. Mhm. Also an diesem Wärmetauscher vorbeileiten, so dass er die kühle Luft nachts eben dort reinbekommt. Mhm. Bedarfsstörung, das weiß ich auch nicht. Das hier können Sie... Sie können hier noch einen Sensor anschließen, einen Feuchtesensor. Das haben wir einmal, haben wir eine Anlage mit einem Feuchtesensor ausgerüstet, beziehungsweise mit einer mit einer Befeuchtung. Mhm, mh. Die hatten so Holzbalkendecken. Mhm. Und da ist im Winter gerade eben dadurch, dass diese Luft rausgezogen wird, trocknet die aus. Ja, ja. Und da hat man gesehen, da fingen dann die Balken an. Mhm, und die hatten auch so einen Eichentisch und sowas. Und da haben wir eine Befeuchtung eingebaut. Da wird dann praktisch Lufttröpfchen werden dazu gegeben, um diese Befeuchtung. Aber das haben wir ein einziges Mal gemacht in diesen zig Anlagen, die wir eingebaut haben. Andere stellen sich Schalen auf mit Wasser und das an die Heizung geklemmt. Genau. Ne? Ja. So, dann haben wir einen Nachtmodus. Das wäre, wenn Sie jetzt zum Beispiel nachts nicht lüften wollten. Okay. Ja, das könnten Sie hier alles einstellen. Hört man das denn an den Außenanlagen? An den Auslässen sollten Sie es nicht hören. Wo Sie das Ding hören, ist hier drin. Ist klar. Ja, das ist klar. Okay, aber das wäre eine Möglichkeit, Nachtmodus dann aktivieren, wenn es sich stört. Ja. Ne? Dann kannst du es. Das sind Digitaleingänge. Das weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat. Anschluss für eine externe Steuerung. Mhm. Okay. Haben wir auch noch nie eingebaut. Mhm. Und das wäre eben, wie gesagt, so ein Nachheizregister, um diese Zulufttemperatur zu erhöhen, wenn Sie das wollten. Mhm. Aber das Ding kostet, das geht in der Regel entweder mit diesem teuren Erdwärmetauscher oder mit Strom. Mhm. Mhm. Rein wirtschaftlich gesehen, das wäre wirklich um irgendeinen Komfort vielleicht sich noch. Mhm. Rein wirtschaftlich gesehen bringt das überhaupt nichts. Ja. Kalibriert noch. Das dauert jetzt noch eine Weile. Der fährt jetzt hoch und runter. Mm-hmm. Wie gesagt, macht er einmal eine Woche. Und das war's schon. Okay. Das ist das eben, wie gesagt, können Sie sich mit so einem Kabel, dann das können Sie über einen Computer auslesen oder eben übers Netzwerk und dann über eine App. Also über USB haben Sie es jetzt einmal angeschlossen? Ja, praktisch da und da. Früher hatten die immer so ein Kabel beigelegt, haben sie jetzt freundlicherweise alles weggelassen. Okay. Wow, kannst du nachkaufen. Ja. Okay. Gut, also Software, USB-Kabel reicht schon und dann. Ja. Wäre das Ding auch genauso ansteuerbar oder eben halt übers Netzwerk. Gut. Also ich sag mal, da sehen Sie, dass Ihre Luft getäuscht wird. Mhm. Ja. Da gibt es noch Programme, Surfflow. Das ist das Standardprogramm. Das Surfflow, das ist praktisch, Sie können das Gerät auch kaufen, ohne dass der sich selber kalibriert. Mhm. Dann müssten Sie theoretisch nach Zeitintervallen ihre Filter wechseln oder so. Mhm. Das ist schon die bessere Variante. Hier probiert er, also hier stellt er eigentlich einmal die Woche praktisch diesen Differenzdruck fest und stellt danach die Ventilatoren ein. Mhm. Wenn Sie das nicht hätten, würde der immer konstant laufen und Sie müssten selber darauf achten, dass Sie dann immer die Sachen. So sauber halten, dass er eben dann, wenn möglich, Sie müssten theoretisch hingehen, jeden Auslass messen oder dort messen, wie viel Luft dort durchgeht und das dann dementsprechend einstellen. Das macht er eben automatisch über diese Servoflow. Okay. Schalter A, Schalter B, diese ganzen Komponenten. Das ist so Schalter A und Schalter B. Sie können das Gerät wechselseitig anschließen jetzt, ob das nach außen geht oder die Seite nach außen geht und das müssten Sie ja einstellen. Mhm. Ja, dann ist hier dieser Feuchtefühler, den Sie noch zusätzlich setzen könnten. Mhm. Wenn man eben, so eins hätte. Dieses Vorheizregister. Hier ist, glaube ich, nochmal ein Fühler, der die relative Feuchte misst. Mhm.
Und dann könnten Sie hier noch CO2-Fühler, Hygrostat, das wäre praktisch das, was dann diese Luft befeuchten würde. Mhm, das Vorheizriese, das müssten Sie dann alles hier praktisch dem Gerät sagen, was er alles dran hat. Mhm. Okay. Ist also aus meiner Sicht auch mehr fehleranfällig dann. Naja, das Gerät kann eine ganze Menge, was der Mensch halt aber aus meiner Sicht nicht unbedingt braucht. Ja, ja. Da müsste man sich wirklich intensiv mit beschäftigen. Ja, ja, vor allen Dingen, das wird wahrscheinlich auch immer fehleranfälliger. Ja, klar, je mehr so anschließt, wie beim Auto, ja, ist es. Ja. So, ist er durch. Ja? Mhm. Okay, jetzt läuft das gute Stück. Genau. So. Jetzt komme ich wieder hier oben nicht hin. Da.